Plan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich. Mhm. Mit Kayara retten, reden. Arkans Rettung. Die Rebellion lebt. Ah, es ist so übel. Es ist schon wieder irgendwie. Hakans Rettung. Wir lassen uns so schon wieder voll ablenken. Erstmal klauen. Wie gesagt, erstmal klauen. Mädchen, geh weg von der Tür! Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich. Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Ezli meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Was haben wir denn da? Ach, das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Okay, wir brauchen Hilfe. Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre... Traurig, dass ein Mädchen heute zur Waise wird. Aber vielleicht sendet diese Hinrichtung ja genau die richtige Botschaft. Die Rebellen bedrohen die Harmonie von Paititi. Manche denken, diese Harmonie gibt es nur hier bei uns in der Oberstadt. Bei allem Respekt, Ao. Ich habe mein Leben doch nicht selbst gewählt. Es war ein Geschenk der Götter. Jedes Leben ist ein Geschenk. Ich kann nirgends... Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Ezli meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nichts hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. So, nun? Hakan befreien, aha. Ich will den Gefangenen sehen. Bei allem Respekt, Ao. Kukulkan selbst hat seine Hinrichtung angeordnet. Und du solltest zu deiner eigenen Sicherheit den Platz verlassen. Mhm. Hier ist noch Zeugs. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unurato sprach. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen. Mhm. Sei gesegnet, Ao. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Hey, wir machen erstmal, glaube ich, hier alles weg. Hat der Diener ins Horn geblasen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Na, vielleicht, wenn wir die alle ablenken. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Ao. Mal ein bisschen Unruhe stiften, vielleicht geht das ja. Vergib mir, Ao, aber
Bist du nicht besorgt? Besorgt? Weswegen? Kukulkan hat in letzter Zeit so viele Leute zum Opfern geholt. Nicht nur Rebellen, dass ich... Naja... Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Ich weiß, die Götter müssen bezahlt werden, damit die Sonne nicht stirbt, aber... Mach dir keine Sorgen. Die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. So, die Frage ist, wie töten wir die jetzt? Okay, die Wachen sind weg. Dann müssen wir jetzt los. Na dann los. Dann mal ganz kurz, den hier noch irgendwie. Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Du bist die Sheik. Schnell, ich öffne die Tür. Das müsste klappen. Los, zusammen. Weg ist frei. Vielen Dank. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Kayara. Verdammt. Oh shit. Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit. Ich finde dich. Und nun? Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich. Du bist die Fremde, die bei Unuratu in der Unterstadt war. Und war es nicht so, dass dir gesagt wurde, du sollst Kukulkan nicht nachstellen? Ich war dumm. Machen wir halt doch wieder so eine blöde Nebenmission. Verdammte Kacke. Ich lasse mich zu sehr ablenken. Ich wollte eigentlich mit eurer Story machen. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Kayara, ich komme. Ah ja, alles cool. Oh oh. Der Ausgang ist blockiert. Ich hoffe weiter. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Ihr. Dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Neues Messer. Geil. Hier wird mehr Ressourcen von Tieren. Damit haben wir jetzt... Papa! Oh, Kayara! Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen, Papa. Es tut mir so leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause. Das war eine schnelle Mission. Hakans Rettung. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier wieder irgendwie auf den rechten Pfad kommen. Okay. Sprich das immer wieder auf den Pfad. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Ja, ich will aber noch nicht. Ich wollte noch ein bisschen was sammeln. Jetzt gehen wir rein. Mal ganz kurz. Ausmachen, wenn möglich. Hat er immer noch markiert, verdammt. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weiterteilen? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, er ruhe in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause.
Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult. Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Weil du ein Drecksack bist. Ganz einfach. Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez, hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Ich muss ja sagen, ihr Kostüm mit den grünen Federn, das sieht ja schon extrem cool aus, muss ich ehrlich sagen. Gut, also wir sollen erstmal sammeln, würde ich sagen. Kukulkan gebot mir, mich der Priesterschaft anzuschließen. Die Götterwelt der Paitizianer ist ein Konglomerat verschiedener Kulturen. Ich muss ihre Rituale und ihren Glauben studieren, um herauszufinden, wie wir ihre eigenen Götter gegen sie einsetzen können. Jene, die über das Wasser kamen, sind unaufrichtig und intelligent. Ich zweifle nicht daran, dass die Stadt schon bald unter der Kontrolle von Kukulkan vereint sein wird. Das ist Tonatiuh, der Sonnengott und Gebieter über den aztekischen Himmel, den sie Tollan nannten. Er war buchstäblich die Sonne selbst, genau genommen die fünfte,
und herrschte nach dem Tod der vier Sonnen vor ihm über das fünfte Zeitalter. Die Azteken glaubten, ihm regelmäßig Opfer darbringen zu müssen, da er sich andernfalls weigern würde, über den Himmel zu ziehen. Er wurde, wenig überraschend, mit Adlern assoziiert und häufig in ihrem Gefieder dargestellt. Er trug dabei entweder Pfeile und Schilde oder speziell für Menschenopfer gefertigte Werkzeuge. Na, sehr geil. Wenn wir den hier nicht einfach töten, wie ärgerlich. Lange dunkle Schatten rücken näher. Der Berg, schwarz wie die Nacht, ist in Trauer, als die blassen Fremden das kurze, aber enorm ertragreiche Leben von Kuyua Kapak beenden. Er, der sich diese Stadt in seinem Streben nach Größe aufgeladen und sie zu neuen Höhen geführt hatte, der um nichts anderes bat, als dass Inti ihm die Stirn wärme, während er arbeitete. In den Flüssen, auf den Feldern oder in der Ziegelei. Kuyua Kapak traf eine Vereinbarung mit den Fremden. Er opferte sich, damit wir weiterleben können. Frei, doch unter der neuen Herrschaft dieser Männer aus fernen Landen. Tja, Trinity. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. So, jetzt muss mal gucken. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich würde dich hier gerne töten, ganz ehrlich. Tut mir leid. Niemand darf passieren. Na gut. Dann machen wir es anders. Ist ja nicht so, dass wir nicht anders könnten, ne? Wie praktisch. Alles kein Problem. Oh. Da kommen wir nicht ran. Abseilen eventuell. Abseilen, da steht's ja auch. Und jetzt hier wieder den Wall White. Scheiße, sie gibt nach. Boah, das war knapp. Das war knapp. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh, okay. Muss ich jetzt irgendwie mich wieder abseilen? Glaube ja. Mit Schwung dann darüber, ne? Da sollen wir hin. Ah, sieht so episch aus. Dann komm, dann gehen wir mal Gas. Alles klar. Lass mich raten. Da hoch. Ah, wahrscheinlich einmal rum. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Daher wäre ich gerne. Da würde ich gerne hin. Irgendwie.
und da können wir uns rüberschießen. Das ist simpel. So, hier ist wieder was. Das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Okay, krass. Hier ist auch was. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, okay, da oben ist auch was. Kommen wir da ran? Wissen, was da ist? Scheiß Neugier. Was haben wir denn hier? Kondorfedern, ah. Krypta entdeckt. Erkunden Sie Krypta und enthüllen Sie Ihr Geheimnis. Okay, eine Krypta. Wie geil. Nicht ein verstecktes Grab, sondern eine Krypta. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Hey, eine Krypta. Frage ist, wo geht's rein? Hier wahrscheinlich. Komm, das müssen wir uns antun. Die Krypta waren wir noch nicht drin, nur in Gräbern. Wenn das hier ist. Vielleicht bringt es ja ordentlich was. Jetzt bin ich ja doch wirklich neugierig. Die Krypta hatten wir noch nicht. Ich kann kaum den Boden sehen. Falls es überhaupt einen gibt. Da hinten. Okay, ich denke mal abseilen. Sehr hoch. Aha. Geil gemacht, schon mal. Das ist sehr interessant. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Ich gucke wegen Fallen eventuell. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass wir keine anderen Waffen haben. Machen wir mal ein paar Pfeile. Okay. Ein paar Giftpfeile oder was das ist. Okay, haben wir. Und ich kann nicht auf meine anderen Waffen zugreifen. Das ist so evil, knievel. Ah, okay. Alles klärchen. Bitte nicht wieder diese Typis. Das wäre nämlich so übel. Hier geht's nicht weiter. Wir wissen, was uns hier erwartet. Sorry, ich bin so neugierig und ich lasse mich leider ablenken. Aber ich denke mal, so ein Krypta-Besuch ist für euch auch mal interessant. Ich meine, bis jetzt haben wir nur die Gräber gehabt.
versuchen wir uns mal einfach mal in der Krypta. Da oben ist eine Schnitzerei. Okay, interessant. Hier ist was. Ja. Okay, erstmal dahin. Okay, so gut. Ah, das war ein bisschen nicht so geplant. Ich hoffe, der Umweg lohnt sich. Müssen wir uns hier abseilen, oder was? Ah, okay. Und Schwung holen. Dahinter muss irgendetwas sein. Oh, oh. Das ist nicht gut. Nee, das sehe ich auch so. Shit, 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 shit. Was haben wir hier? Überreste der Chakmas Kriegsweste. Die uralte Weste aus Wolfsleder, Muskel vom Krieger Chakma. Wir sind okay. Das war nicht schlecht. Das war's schon mit der Krypta, oder was? Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Über Tote spricht man nicht. Die Geheimnisse der vier alten Krypta in Paititi enthüllen. Aha. Hey. Tippen wir mal darauf, dass wir hier irgendwie schwimmen sollen. Also vier Krypten gibt es. Und wir haben gerade mal die erste gefunden. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Keine Ahnung, wo wir lang müssen. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich schwimme erstmal zurück nochmal. Wo ist die Luftblase? Oh. Alter Falter, sage ich nur. Ist denn der Ausgang? Ich will raus hier. Ich sehe den Ausgang nicht. Oh, ist das ätzend. Ist das übel? Da geht's nicht. Kann nur hier irgendwo sein. Man sieht ja auch so viel, ne? Da kommst du nicht durch. Da rüber kommst du auch nicht. Oh. Ah, hier durch. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ja,
Das war knapp. Holla die Waldfee. Aber immerhin, hat sich gelohnt. Ist doch schon mal was. Wow. Zumindest mal kein schweres Rätsel oder sowas.